Tag Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich spreche heute so ein bisschen über die Nintendo DS. Der Nintendo DS war für mich nicht wirklich eine Spielekonsole, sondern eher ein Anwendungsgerät. Also ich würde heute schon sagen, dass der Nintendo DS so ein bisschen der Vorläufer von diesen Smartphone-Apps war. Denn es gab ja für Nintendo DS sehr viele Programme, die eben eigentlich für die Normalspieler nichts waren. Ich kann euch ja mal ein paar Beispiele zeigen. Hier, dieses Dr. Kawashima, das war zum Beispiel einer der Hauptgründe, warum ich den Nintendo DS überhaupt haben wollte. Aus heutiger Sicht natürlich völlig bescheuert, weil das ist kein Spiel. Das ist eine, ich sag mal, tägliche Trainingssoftware. Ob die jetzt funktioniert, sei mal dahingestellt. Ich habe übrigens auch als Erwachsener erst erfahren, dass das niedrigste Alter, ja glaube ich, 20 ist oder so. Also wenn du das mit als Kind mit 13, 14 spielst, macht das überhaupt keinen Sinn, weil es nicht funktionieren kann. Ja, sowas habe ich auch, das habe ich übrigens mal geschenkt bekommen. Der größte Rotz, das sind Spiele, das sind kleine Minispiele, wo du zum Beispiel sowas machen musst wie Memory oder du musst innerhalb von 60 Sekunden so viele Rechenaufgaben wie möglich lösen. Das sind keine richtigen Spiele. Das sind irgendwelche Mini-Programme für Gelegenheitsleute oder Gelegenheitsspieler, besser gesagt. Ja, English Training, das fand ich eigentlich noch recht gut. Das habe ich auch nie zu 100% durchgeschafft. Ja, Art Academy, das habe ich auch nie zu Ende gespielt. Ihr seht ja, wie klein dieser Touchscreen ist. Und darauf so ein ganzes Bild malen, das ist nicht leicht. Irgendwann wischt man da bloß noch drüber. Aber Präzision ist damit ganz sicher nicht möglich. Ich hatte natürlich auch eine Handvoll echter Spiele. Ja, zum Beispiel SpongeBob SquamKopf, das habe ich durchgespielt. Tomb Raider Legend war ich sehr enttäuscht von, weil es halt nicht 3D war, sondern nur 2D. Und ja, grafisch war es auch nicht so dolle. Und dann hatte ich noch Pokémon Diamant und die Simpsons, das Spiel. Das war wirklich mein Lieblingsspiel auf Nintendo DS, weil es tolle Videosequenzen hatte mit den echten Stimmen der Figuren. Ja, Cooking Mama, das wollte ich damals auch unbedingt haben, weil ich das in der Werbung so cool fand. Du kannst ja da alles kochen und was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich es gespielt und naja, in der Werbung sah es ein bisschen interaktiver aus. Also du musst zwar viel machen, aber es ist immer dasselbe. Und es ist mir auch ein bisschen zu japanisch gewesen. Also als Deutscher will ich keine Reisbällchen formen. Ganz ehrlich. Nee, und jedenfalls, ich habe dieses Spiel auch nie zu 100% geschafft, weil ich irgendwie nicht weitergekommen bin. Also egal, was für eine Punktzahl ich wo bekommen habe, es kamen keine neuen Level mehr, obwohl ich glaube, erst an die 20 Gerichte gemacht habe. Und da habe ich auch gedacht, hier stimmt doch was nicht. Das Spiel, um das es heute gehen soll, ist das hier, Kochkurs. Was wollen wir heute kochen? So sieht die Cartridge aus. Ja, was ist dieses Kochkursspiel? Das sagt es im Grunde schon. Man muss Gerichte kochen. Und zwar nicht im Spiel, sondern in echt. Und das ist genau das, was ich heute machen werde. Ich habe tatsächlich ein, zwei Mal probiert, was daraus zu kochen. Es ist nie was geworden. Also ich weiß noch, Macaroni und Cheese, das war eine Vollkatastrophe. Das war irgend so ein zusammengemanschter Batzen, den wir da im Topf hatten. Also meine Eltern und ich. Und das war nicht so schön cremig zerlaufen wie auf den Fotos. Was wollen wir heute kochen? Kochkurs. Guten Tag. Lassen Sie uns kochen. Ja, ich drehe jetzt mal den Ton ab, weil sonst die Hintergrundmusik, das würde ein bisschen zu laut werden. Also man hat jetzt hier zum Beispiel Kochkurs, Kochlexikon, Einkaufsliste und Einstellungen. Das Kochlexikon kann ich nur mal ganz kurz darauf eingehen. Das ist wirklich gar nicht so übel. Also man hat da zum Beispiel verschiedenste Infos über Zutaten, über Utensilien, was weiß ich, Töpfe, Messer. Man hat aber auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel Full-Motion-Videosequenzen anzugucken zu irgendwelchen Schnitttechniken oder ja, wie man Sachen unterhebt und was weiß ich. Schon alles sehr gut gemacht. Gerade für Anfänger.
Ja, ein bisschen kann man es ja dudeln lassen. Also man kann jetzt auswählen nach Land oder alle Rezepte. Ich drücke mal auf nach Land. Ja, es gibt insgesamt 246 Gerichte in diesem Spiel. Und ja, wie man anhand der Karte schon sieht, ist es nicht überall so. Also ich glaube, ja, Russland ist verfügbar. Ja, hier haben wir zum Beispiel Deutschland, dann Österreich und so weiter. Und ja, die deutschen Gerichte sind leider ziemlich rar gesät, muss ich sagen. Ja, sowas wie Frikadellenrinderroulade. Also die deutschen Gerichte sind, ja, die sind leider sehr kompliziert. Also zumindest für mich jetzt. Also insgesamt gibt es hier Salate, Hauptspeisen, Vorspeisen glaube ich auch, also Suppen und auch Desserts. Und da natürlich Desserts immer am verlockendsten sind und am einfachsten, mache ich heute ein Dessert für euch. Und zwar habe ich mir rausgesucht den Mango-Pudding aus China. So, und so sieht das dann aus. Also man hat hier die Zutatenliste, was man so alles braucht. Mangos, Zitronensaft, Gelatinepulver, Wasser, 120 Gramm Vanille, Eis und so weiter. Hier werden einem jetzt nochmal so ein bisschen die ganzen Kochvorgänge gezeigt. Und dann kommt ja jetzt das Spaßige. Ja, das ist jetzt der erste Schritt. Ich habe für dieses Kochvideo übrigens extra meine Küche sauber gemacht. Füllen Sie den Topf mit Wasser und erwärmen Sie es. Ja, wie man sieht, es geht halt wirklich Schritt für Schritt. Also wirklich für einen absoluten Anfänger geeignet. Geben Sie dann das Gelatinepulver hinzu und verrühren Sie es. So, Mangos aus der Dose und Messer habe ich auch. Ich habe allerdings kein Sieb, das heißt, ich muss irgendwie... Haben Sie alle nötigen Utensilienmesser? Schnauze. Das war jetzt nicht geplant, das lasse ich aber drin. Schneiden Sie nun die Mangos, die Sie später zum Dekorieren benötigen. Boah, ernsthaft, warum soll ich denn das jetzt schon machen? Das ist so blödsinnig, die Dekoration, das kommt doch später alles erst. Sie jetzt die restlichen Mangos. Dafür benötigen Sie einen Mixer. Ja, toll. Mixer habe ich zwar, aber das Ding, was ich hier habe, A, das ist total billig und B, das Ding steht seit über einem Jahr nur rum und ich habe keine Ahnung, ob da noch irgendwelche Essensreste dran sind oder so. Das würde ich eigentlich nicht verwenden. Geben Sie die Mangos und den Sirup aus der Dose in den Mixer. Ach ja, und beim Schneiden immer schön auf die Fingerchen aufpassen. Ja, bei Mangos ist ja nicht viel mit Schneiden, so weich wie die sind. So, ich habe die Sachen jetzt irgendwie halbwegs zermatscht. Ich werde jetzt nicht zeigen, wie. Ich habe das auch nicht gefilmt. Ihr könnt es euch sicherlich denken, denn mit der Gabel hat es nicht funktioniert. Dafür waren die Mangos zu fest. Es war ziemlich eklig, sagen wir es mal so. Ich möchte es nicht nochmal machen. Im Mixer zu einer glatten Masse. Damit ist die Vorbereitung beendet. Wie viel? 2 Teelöffel. Okay. Darf ich anmerken, dass das übrigens furchtbar schwer ist, sowas über eine Kamera zu machen? Scheiße. Erhitzen Sie den Topf auf niedriger Hitze. Verrühren Sie alles gut und bringen Sie die Gelatine zum Schmelzen. Versteht ihr? Das ist das, was ich so komisch fand. Also warum jetzt erst schmelzen lassen? Weil du hast ja schon vor gefühlt 15, 20 Minuten diese Gelatine in Wasser aufgelöst. Also irgendwie paradox. So, der Topf ist jetzt auf der Herdplatte. Ich habe jetzt den Herd auf ungefähr 3,5 eingestellt. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier jetzt überhaupt passieren soll.
Ja, Schüssel habe ich. Geben Sie die Masse aus Mangos und Gelatine in die Schüssel. Jo, also ich sag mal, das, was ich jetzt hier abgemessen habe, das ist ganz schön viel. Für eine Schüssel. Das hat tatsächlich reingepasst. Was für ein Wunder. Nehmen Sie Vanilleeis hinzu und lassen Sie es unter Rührung schmelzen. Jo. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel Eis jetzt 120 Gramm sind. Ich kann ja einfach mal drei so eine dicken Batzen und dann einfach rühren und hoffen, dass es was wird. Ja, mit Rühren ist halt nicht viel, ne? Aber es wundert mich halt auch, dass das ziemlich wässrig ist. Also mag sicherlich daran liegen, dass ich das nicht verrührt habe. Naja, ich sag mal, wenn man das jetzt so verrührt hat, das fällt gar nicht mehr so auf, ne? Dass ich das nicht püriert habe. Naja, ich sag mal so, selbst wenn es ein Fail wird. Ich sag mal, Mythos of Gaming hat auch SpongeBobs Eisbecher nachgekocht und ihn gegessen. Also, ja, warum darf ich dann nicht auch verkacken? Es wird halt beschwer, das Ganze in den Kühlschrank zu stellen, wenn die Schüssel so voll ist. Boah, meine Fresse, diese zwei Klumpen da, die wollen nicht schmelzen. Lassen Sie nun den Pudding fest werden. Dafür benötigen Sie Schälchen und Frischhaltefolie. Ja, natürlich Schälchen, die ich als Single-Haushalt überhaupt nicht habe. Frischhaltefolie habe ich auch nicht. Gießen Sie den Puddingteig in die Schälchen. Hab ich nicht. Bedecken Sie die Schälchen mit... Hab ich nicht. Ich muss schon sagen, wenn ich den Löffel ablecke, schmeckt es gar nicht so schlecht. Auch wenn es ein bisschen wässrig ist. So, jetzt ist der nächste Tag. Ich habe das Zeug einfach mal über Nacht im Kühlschrank stehen gelassen. Ich hole den Pudding dann mal raus und dann können wir es garnieren. So, hier ist jetzt der Mango-Pudding. Die Masse ist schön fest. So, hier sind jetzt noch die Mangos zum Garnieren. Das werde ich dann jetzt mal machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich die da jetzt drauf platzieren soll oder anordnen soll. Keine Ahnung. Ja, geht. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt hätte anordnen sollen. Ja, jetzt bin ich am letzten Schritt angelangt. Und wie Malwanne sagen würde, wie schmeckt der Mango-Pudding aus dem Kochkursspiel. Ja. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob das appetitlich aussieht für euch. Also, ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht meckern. Man hat jetzt hier natürlich noch ein, ich sag mal, was zum Beißen drin, weil ja die Mangos, die habe ich ja nicht püriert. Die Mangosüße ist natürlich drin. Zitronensäure ist jetzt eigentlich nichts, also schmeckt man nicht. Es ist natürlich wabbelig wegen der Gelatine. Ja, man könnte auch Agar-Agar nehmen. Ich kenne das alles. Es ist so leicht cremig im Abgang, was bestimmt am Vanilleeis liegt. Ich habe jetzt auch nachträglich erstmal auf die Packung aufgeguckt, wie viel da überhaupt drin ist, ob ich da überhaupt genug reingemacht habe, weil man sollte ja 100 Milliliter da reinmachen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig reingemacht. Naja, egal. Ja, da das Rezept ja scheinbar ganz gut gelungen ist, können wir dieses auch abschließen. Ja, so schön wie jetzt hier auf dem Bild sieht es natürlich nicht aus. Ja, ich darf einen Stempel machen. Yay. Ja, mein Fazit zu dem Kochkursspiel. Ihr habt gesehen, es kann durchaus funktionieren. Letzten Endes muss ich aber sagen, es ist mir zu international. Also es gibt hier, finde ich, zu viele Gerichte, ich sag mal, wo der durchschnittsdeutsche Gaumen nicht so
drauf zu sprechen ist. Also gerade dieses ganze asiatische Zeug und so weiter, das ist zumindest nicht mein Fall. Und ich finde, man hätte das Ganze auch ein bisschen nach Ort also sortieren müssen. Also das Spiel gibt's ja auch auf Englisch. Wenn es schon auf Deutsch übersetzt wird und da sind dann nur 5, 6 deutsche Gerichte drin, das ist ein bisschen arm, finde ich. Und ich denke mal nicht, dass ich da noch ein zweites von machen werde. Aber wer weiß, vielleicht wollt ihr das ja auch unbedingt. Ja, bitte mach noch mal eins. Naja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, guten Appetit.